Ja, wieder ein voller Raum hier, das ist sehr gut. Deswegen möchte ich auch gleich meiner Rede noch ein Zitat von Georg Schramm vorstellen. Er hat auf dieser Bühne hier vor der Volksabstimmung Papst Gregor VII. Aus dem 7. Jahrhundert zitiert. Die Vernunft, hat er gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Ich finde, das ist ein Spruch, der ist uns auf den Leib geschrieben. Wir arbeiten mit aller Kraft daran, die veraltete Projektplanung aus dem vorigen Jahrhundert und ihre Protagonisten zu durchschauen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch damit uns das gelingt, brauchen wir den Zorn einer breiten Öffentlichkeit von Ihnen, von euch. Streiten wir also gemeinsam weiterhin zusammen für den Erhalt des kostengünstigeren, leistungsfähigeren und viel zukunftsträchtigeren Postbahnhofs. Am vergangenen Mittwoch gaben die Ingenieure 22 zusammen mit Eisenhard von Löper, dem Vertreter des Bürgerbegehrens Storno 21, eine Pressekonferenz. Das Thema war die Bewertung der bisher von der Bahn geheim gehaltenen Liste der 121 Chancen und Risiken für das Projekt Stuttgart 21 aus dem Jahr 2011. Sie erinnern sich, im April 2011 wurde der Zeitschrift Stern eine Liste von 121 Chancen und Risiken des Projekts Stuttgart 21 zugespielt. Diese Liste enthält mögliche Abweichungen von den für Stuttgart 21 veranschlagten Gesamtkosten. Chancen verringern die Gesamtkosten, Risiken erhöhen sie. Jeder Abweichung wird in dieser Liste eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit zugeordnet. Größer als 50% ist sie meldepflichtig, kleiner als 49% kann man sie gegebenenfalls unter den Tisch werfen. So kann dann die Bahn anfangen zu jonglieren, wie es eben schon gesagt wurde. Schon damals konnte man im Stern auch lesen, dass sich in dieser Liste von Chancen und Risiken allenfalls gerade mal eine einzige Chance befindet, der Rest waren alles nur Risiken. Ich möchte jetzt mal drei Beispiele aufführen, wie sowas aussieht. Ein allererstes Beispiel. Durch die Änderung der Brandschutzrichtlinien wären Änderungen am Tiefbahnhof erforderlich. Sie brauchen hier nur in die S-Bahn-Stationen zu gucken, wie die inzwischen umgebaut werden müssen, damit man im Brandfall in eine rauchfreie Zone entfliehen kann. Wir kennen alle die schönen Hochglanzbilder des blütenweißen Tiefbahnhofs. Er muss aber gravierend umgeplant werden. Die Deutsche Bahn bewertet dies als Risiko mit Mehrkosten in der Höhe von 30 Millionen Euro. Und obwohl diese Änderung in der Liste nur mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit kleiner 49% versehen wurde, können wir sicher sein, die wird nötig. So wird jongliert. Ein zweites Beispiel. Die Planung des Tiefbahnhofs ist bis jetzt nur in Brandklasse F0. F0 heißt, es muss eigentlich einfach so gebaut werden, wie es gebaut wird. Man muss nicht so richtig auf Brandfestigkeit achten. Das geht aber gar nicht. Der Berliner Bahnhof zum Beispiel hat eine Brandklasse von F120A. Das heißt, die Gebäude können einen Vollbrand für 120 Minuten standhalten, ohne zusammenzubrechen. In der Liste steht, dass der Tiefbahnhof für eine Brandklasse F30 ausgelegt werden soll und dass das bereits ein Risiko ist. Was eigentlich schon ein weiterer Skandal ist, weil es ja eigentlich 120 sein sollte und nicht nur 30. Hier geht die Deutsche Bahn zwar von einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 99% aus, aber sie vergisst, die Mittel dafür anzusetzen und zu nennen. Ein drittes Beispiel. Wir erleben gerade, dass das Grundwassermanagement wegen der höheren Wassermengen nicht ausreichen wird. Wir stecken mitten im Prozess der Planänderung dafür. Schon 2011 war klar absehbar, dass ein weiteres Grundwassermanagement gebaut werden muss. So etwas kostet rund 30 Millionen. Doch in der Liste ist dafür kein Cent vorgesehen von der Deutschen Bahn. Auch hier ist die Eintrittswahrscheinlichkeit kleiner 49%. Wir wissen inzwischen, was das heißt. So also wird getrickst. Thank you.
Drittel der zu erwartenden Risiken war zum Stichtag 25. März 2011 von den DW-Fachleuten bewertet worden und betrug 1.260 Millionen Euro Mehrkosten insgesamt. Damals ließ der Journalist Arno Lüth die Gesamtkosten der Risiken, der bewerteten und unbewerteten Risiken abschätzen und hat dabei 3.260 Millionen Euro herausbekommen. Trotzdem blieb diese riesige Liste weiterhin unzugänglich. Lediglich etwa 30 Risiken konnte man später im Internet herunterladen und sich zumindest mal einen ungefähren Vorstellung davon machen. Wir haben immer darauf gedrungen, dass die Deutsche Bahn im Sinne der Kostentransparenz die vollständige Liste veröffentlicht und sich dazu stellt. Doch nichts davon geschah. Nicht einmal die Projektpartner haben ein Exemplar dieser Liste erhalten, um sich ein Bild über das von ihnen finanzierte Projekt machen zu können. Schlimmer noch, zur Volksabstimmung lautete mehrheitlich die Devise: Der Kostendeckel wird gehalten. Nachdem nun auch uns diese Liste zugespielt worden war, konnten wir uns selbst ein eigenes Bild davon machen. Wir glauben, dass uns damit Beweise vorliegen, dass die Bahn mindestens 8 Monate vor der Volksabstimmung über erhebliche Kostensteigerungen Bescheid wusste. Betrachtet man die gesamte Geschichte der Kostenentwicklung, so liegt sogar der Verdacht nahe, dass man wusste, dass das Projekt Stuttgart 21 bereits 2 Jahre vor der Vorlage dieser Liste jeglichen Kostendeckel gesprengt hatte. Es gab auch noch andere, die dieses Spiel offensichtlich durchschauten. So hatte der Bundesrechnungshof 2008 die Projektkosten deutlich über 5.000 Millionen, also 5 Milliarden Euro abgeschätzt. 2009 hatten sowohl der Projektsteuerer Drees und Sommer als auch die Deutsche Bahn selbst Mehrkosten ermittelt, die das Projekt in die 5.000 Millionen Euro Zone katapultierten und somit das Ende von Stuttgart 21 bedeutet hätten. Wenn nicht auf Geheiß von Bahnchef Grube unhaltbare Sparpositionen in Höhe von 891 Millionen Euro eingerechnet worden wären. So konnte dann die vertraglich vereinbarte Ausstiegsoption beim Überschreiten der 4.500 Millionen Euro Gesamtkosten von den Projektpartnern im Dezember 2009 nicht wahrgenommen werden. Das heißt, sie konnten nicht kündigen, weil es eben nominell drunter blieb. Betrug ist das. Der Frage nachgegangen, welche Bedeutung die Liste für die damaligen Entscheidungsprozesse vom Auslauf der Kündigungsfrist für den Finanzierungsvertrag Ende 2009 bis zur Volksabstimmung am 27. November 2011 hatte. Welchen Zusammenhang kann man zu den heutigen Nachberechnungen der Deutschen Bahn in Höhe von knapp 2.300 Millionen Euro, die sie jetzt im März beantragt hatten, sehen? Warum sind gerade diese Zusammenhänge für das dritte Bürgerbegehren Stormer 21 so wichtig? Nun gut, nachdem im März 2011 der damalige Projektleiter Haser dem Aufsichtsrat der DB die Liste der 121 Chancen und Risiken vorlegte, sind von dem 891 Millionen Euro Sparpaket gerade mal 100 Millionen Euro übrig geblieben. Damit war der Kostendeckel im Prinzip gesprengt gewesen. Hätte diese Wahrheit Ende des 2009 auf dem Tisch gelegen, dann hätte es das Aus für Stuttgart 21 bedeutet. Wir haben das damals alle gespürt, alle gewusst und haben nicht begriffen, wie man auf Teufel komm raus weitermachen kann. Ab 2011 hätte die Liste eine ausgezeichnete Grundlage zur seriösen Kostenabschätzung darstellen können. Wir Ingenieure 22 gehen davon aus, dass die allermeisten Risiken, die in dieser Liste ausgewiesen werden, eintreten werden. Mit der Liste hätte die Bahn jederzeit Auskunft über die Kostenentwicklung zu Stuttgart 21 geben können.
So hat sie nach unserer Einschätzung Gesamtmehrkosten in einer Höhe von mindestens 2.900 Millionen Euro schon 8 Monate vor der Volksabstimmung verschwiegen und bis zur Volksabstimmung unter den Deckel gehalten. Ist in der Zwischenzeit in den Gesamtwertumfang, das sind dann die Kosten, die die Bahn wirklich für das Projekt ausweist, eingepreist worden. Ein Jahr nach der Volksabstimmung offenbarte die Deutsche Bahn am 12. Dezember 2012 Mehrkosten in Höhe von 1.100 plus 1.190 Millionen Euro. Das sind die 2.290 oder 2,3 Milliarden Euro, um die es jetzt immer geht. Und die entsprechen etwa den genannten Zahlen, die wir bereits aus den anderen Listen gesehen haben. Nachdem das Bundeskanzleramt sich in die Entscheidungsprozesse eingemischt hatte, wurden diese Zahlen am 5. März vom Aufsichtsrat dieses Jahres vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn akzeptiert und ganz bzw. vorläufig von der Deutschen Bahn finanziert und damit das Projekt durchgewunken, koste es, was es wolle. In der Reaktion auf unsere Pressekonferenz vom letzten Mittwoch äußert sich ein Bahnsprecher. Im Dezember 2012 hatte die Bahn eingeräumt, dass S21 nicht 4,5, sondern mindestens 5,7 Milliarden Euro kosten werde. Für diese Kalkulation hätten sich die in der 2011er Liste angeführten Kostenrisiken von 1,3 Milliarden Euro aber nur teilweise als relevant erwiesen. Man sieht hier schon wieder, hier wird gleich wieder mitgelogen. Es sind nicht 5,7, sondern 6,8 Milliarden Euro. Es sind nicht nur 1,3 Milliarden Euro Kostenrisiken, sondern nochmal eine Milliarde mehr. 1,6 Milliarden mehr. Wir antworten dem Herrn Grobe. Herr Grobe, veröffentlichen Sie die aktuellen Abweichungsliste und wir diskutieren neu darüber. Wenn Ihr Sprecher nur 1,3 Milliarden anführt, erwähnen er nicht einmal die Hälfte des Wertes der Risiken von 2011. Für die Projektpartner wird das dicke Ende nachkommen. Wenn die Tunnelbohrer mitten im Berg stecken, die Stadt durchlöchert ist, dann tritt genau die Situation ein, die Ministerpräsident Kretschmann unbedingt vermeiden wollte. Stadt und Land sind erpressbar geworden. Die Stadt ist zerstört. Der Protest, der Projektstillstand wäre eine Katastrophe dann. Wir haben daher nach unserer Pressekonferenz den Ministern Schmidt und Herrmann und dem Oberbürgermeister Kuhn je ein Exemplar unserer Ausarbeitungen in ihre Häuser getragen und sie aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass Stuttgart nicht für Milliarden einen Bahnhof bekommt, der auf alle Zeiten eine zu kleine, nicht ausbaubare Kapazität besitzt, die sogar kleiner ist als die des noch immer bestehenden Kopfbahnhofs. Fachgruppen und wikireal.org zwei Bürgerbegehren angestoßen, die die Stadt veranlassen sollen, aus der Finanzierung auszusteigen. Auf den entsprechenden Internetseiten finden Sie alle wesentlichen Fakten. Das ist www.storno21.de und www.leistungsrückbau-s21.de. Unterschreiben Sie und sammeln Sie bei den Nachbarn und Freunden. Wenn hier von diesem Platz 1000 Leute jeweils nur 2x20 Unterschriften sammeln, haben wir die erste Hürde genommen. Oben bleiben!